Ich finde schon, dass ich überdurchschnittlich verdiene, vor allen Dingen für mein Alter. Es geht überhaupt nicht. Ich habe euren Namen, da wird es eine Konsequenz geben. Ich glaube, über jeden Chef wird geredet. Aber es würde auch geredet werden, wenn ich 50 wäre. Weil dann würde ich hier auch nicht immer alles so machen, wie es sich vielleicht jeder Kollege wünscht. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Fuchs. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Benjamin Fuchs. Ich bin 32 Jahre alt und Schulleiter der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule in Mannheim. Ja, dadurch, dass ich halt einfach lieber eher im ländlichen Bereich wohne, bin ich auf das Auto angewiesen und von daher genieße ich die Vorteile des Autos. Auch wenn es natürlich ein hoher Kostenfaktor für mich bedeutet. Ja. Denn heute wird ein recht voller Tag sein und mein Konrektor ist auch heute nicht da und vom Schulleitungsteam sind heute auch nicht viele Kolleginnen und Kollegen da, beziehungsweise sind im Unterricht. Und das bedeutet, dass ich heute alleine auf weiter Flur bin. Und ich bin gespannt, was der Tag heute so mit sich bringt. Also so ein typischer Tag sieht so aus, ich komme gegen 7.15 Uhr hier, 7.20 Uhr an der Schule an. Guten Morgen. Alles gut? Hallo. Ja, bei dir auch? Ja, alles gut. Schlecht geschlafen, aber... Schlecht geschlafen? Ich weiß auch nicht. Das ist total jung und ist auch eigentlich recht ungewöhnlich, dass man ja so eine recht große Schule in so einem jungen Alter leitet. Ja, das ist mein Büro, recht neu. Ich glaube seit einem Monat oder eineinhalb Monaten. Das ist meine private Kaffeemaschine und mein privater Kaffee. Wie viel zahlst du dafür? Ach, so ein Pack, der hält bei mir im Monat 1,5, 10 Euro im Monat. Ja, genau. Also, ich habe jetzt Unterricht in der 5a und da machen wir heute Löwen retten Leben. Das ist ein Landesprogramm, vereinfachte Reanimation. Da geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler üben, wie man einen Menschen wiederbelebt. In Baden-Württemberg ist es so geregelt, dass Schulleitungen mindestens 4 Unterrichtsstunden in der Woche unterrichten müssen. Ich unterrichte derzeit 9 Unterrichtsstunden. Oskar, zieh die Mütze ab. Dominik, benimm dich, sonst fliegst du. Ihr dürft euch einmal bitte im Halbkreis hier hinsetzen, dass ihr quasi wie im Kino auf dem Bildschirm sitzt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Fuchs. Im Rahmen von Berufsorientierung habe ich mir irgendwie fest vorgenommen, später einmal selbst Lehrer und irgendwann mal Schulleiter zu werden. Und dann habe ich meinen mittleren Bildungsabschluss an der Hauptschule gemacht, bin dann gewechselt auf ein Gymnasium, dann auf Lehramt studiert, Vorbereitungsdienst absolviert, war dann 4 Jahre Realschullehrer. Ein Jahr stellvertretender Schulleiter und seit 2 Jahren bin ich jetzt hier Schulleiter an der Schule. Und wie ist das so für dich? Total aufregend. Der Notarzt. Der Notarzt ist da. Und ihr könnt übergeben an den Notarzt. So, geschafft. Anstrengend? Nee. Das macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Aber klar, die Fünfer sind natürlich noch sehr aufgeweckt. Und Franzis, aber die haben echt gut mitgemacht. Und ich denke, das Stundenziel ist erreicht. Wollen wir ein Pflaster holen? Wollen wir mal reingehen? Dominik, ein bisschen kühlen oder geht's? Oder ist okay, oder? Lass das Hosenbein oben und dann passt es, oder? Oder sollen wir reingehen ins Sekretariat? Pflaster holen. Das ist halt auch Alltag, ne? So kleine Wunden hat man immer wieder mal. Und Kühlpacks verteilen wir ganz oft.
Ich bereite jetzt das Jahresgespräch vor. Ich führe mit allen Kolleginnen und Kollegen einmal im Jahr ein Gespräch. Hallo, Frau Kellesch. Sie sind da wegen dem Jahresgespräch, gell? Wir haben jetzt unseren Termin. Nehmen Sie gerne Platz, Frau Kellesch. Darf ich Ihnen was zum Trinken anbieten? Kaffee, Wasser? Die Kolleginnen und Kollegen hier geben jeden Tag 120%. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man die Kolleginnen und Kollegen wertschätzt. Und das ist mein Job und es ist, fällt mir oft leicht. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo das nicht so einfach ist. Ja. Und das ist schon schwierig, alle Kolleginnen und Kollegen, alle 50, irgendwie bei Laune zu halten. Ja. Sie sind immer freundlich, immer sehr hilfsbereit, absolut zuverlässig, das habe ich Ihnen schon gesagt. Und ich finde einfach, wir haben da einfach eine super Wahl getroffen. Sie passen einfach super gut ins Kollegium. Ja. Vielen Dank. Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, Herr Vogt. Und das hefte ich einfach wieder ab. Okay, genau. Super. Ich danke Ihnen. Bis dann. Vielen Dank. Ja, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ich versuche mittags mir wirklich mal so eine Viertelstunde zu blocken, wo ich was essen gehe oder mir einfach mal so eine Viertelstunde für mich nehme. Vier. Also es geht überhaupt nicht. Ich habe euren Namen, da wird es eine Konsequenz geben. Das kann nicht sein. Ihr seid eine Realschulabschlussklasse. Ihr wollt hier einen mittleren Bildungsabschluss. Und geht einfach während des Unterrichts zum Lidl. Wir werden eure Eltern informieren müssen, das ist klar. Das hat mich dann schon so ein bisschen geärgert, dass die da das ausgenutzt haben, so das Vertrauen der Kollegin. Und da einfach gegangen sind. Ja. Das geht gar nicht. Wenn man in der 9. Klasse nicht mal sagen kann, bewegt euch draußen im Hof selbst und eine Lehrerin führt Aufsicht und ihr verschwindet dann, das geht gar nicht. Ihr habt eine Vorbildsfunktion. Ich werde die Eltern anrufen. Also man versucht es irgendwie auch objektiv zu betrachten. Es sind dann irgendwie so zwei Lager. Einmal vielleicht auch die Lehrkraft, die jetzt so ihre Sicht der Dinge hat und dann die Schülergruppe, die ihre Sicht der Dinge hat. Aber der Fall wird definitiv nochmal durch die Lerngruppenleitungen aufbereitet. Ja. Oh. Ja, nehmen Sie gerne Platz, bitte. Darf ich Ihnen was zum Trinken anbieten, Frau? Starten wir wieder mit Schulkunde. Ich habe gerade Ihre E-Mail gelesen. Und zwar suchen Sie für Ihre Tochter eine neue Schule, ne? Also geregelt ist es so, dass wir eine 41-Stunden-Woche haben. Und dadurch, dass ich in den Ferien ja nicht immer für die Schule arbeite, ist es so, dass diese Stunden auch on top noch dazukommen. Also man kann sagen, ich arbeite so in etwa 45 Stunden die Woche. Ja. Letzter Punkt für heute. Letzter Punkt für heute, ja. Genau, Schulkonferenz. Und dann Feierabend. Ja. Cool. Ein bisschen Aufregung, ein bisschen Vorspannung oder Anspannung ist schon da. Die Tagesordnung steht natürlich, aber unter dem Punkt Verschiedenes kann natürlich alles angesprochen werden. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir beginnen, dass wir auch zeitnah dann wieder nach Hause kommen. Herzlich willkommen zur zweiten Schulkonferenz in diesem Schuljahr. Bevor wir Ich bekomme momentan netto raus knapp 4.200 Euro. Da gehen aber noch ab die private Krankenversicherung. Ja, und dann bleiben ungefähr hängen so 4.000 Euro. Ich habe mein Budget, von dem ich leben kann. Und wenn ich abends essen gehen möchte, und dann gehe ich abends essen und muss mir zum Glück, keine Gedanken darüber machen, ob ich mir das Gericht jetzt für beispielsweise 15 Euro leisten kann oder nicht. Und das bedeutet mir Geld, ein Stück weit Freiheit. Ja, alles gut verlaufen, Schulkonferenz verlief gut, wir konnten alle Tagesordnungspunkte gut behandeln und unter Punkt Verschiedenes war jetzt auch nichts Spektakuläres, was jetzt irgendwie mich irgendwie in Aufregung versetzt hätte. Du siehst ganz schön fertig aus. Danke.
Mein Zuhause ist mir extrem wichtig. Also ich brauche einfach einen Rückzugort. Der Alltag in der Schule ist schon recht stressig und 80 Quadratmeter für mich alleine, das passt. Ja. Heute Abend treffe ich mich mit Freunden, trinken noch einen Wein und lassen den Abend ausklingen. Ja. Wir gehen jetzt zur Pfalzweise. Also Pfalzweise ist so mein zweites Wohnzimmer. Hallo. Ja. Ihr seid schon gut dabei. Gut, ja. Ja. Du musst ja irgendwie Zeit überbrücken. Hallo. Hi. Hi. Ja, ist definitiv ein Ausgleich. Also hier geht es sekundär um den Wein. Hier geht es ja primär eher um das gesellige Zusammensein. Und hier in der Vorderpfalz, klar, da ist natürlich der Weinschorle im Original Duppeglas. Ist natürlich, darf da nicht fehlen, ja. Also unter der Woche sind wir schon ein- bis zweimal unterwegs. Ja. Ja, genau. Also unter der Woche und am Wochenende schon sonntags meistens. Es lohnt sich definitiv. Also man arbeitet mit Menschen zusammen und ich finde, als Schulleiter ist es ideal, noch an der Front zu sein. Also das heißt, Kinder zu unterrichten, das ist mir auch extrem wichtig. Und trotzdem auch Schule mitzugestalten als Schulleiter. Und das ist für mich ein Mix, den ich ideal finde, ja. Das war's von mir. Ich habe mich selbst bei Lohnt sich das beworben. Wenn ihr auch mitmachen wollt, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an lohntsichdas@br.de. Hier geht es zu meinem Lieblingsvideo zur Postbotin und hier gibt es noch weitere Videos von Lohnt sich das. Bis dann, macht's gut!